Hallo, willkommen am Thorsten Becker Report. Heute mit dem Thema Goldaktienanstiege auf zunehmend breiter Basis. Disclaimer. Goldaktienanstieg auf zunehmend breiter Basis. Der Goldaktienbullenmarkt nimmt an Fahrt auf und trotzdem ist fast keiner dabei. Allein heute sind einige Goldaktien um fast 50% gestiegen, wie zum Beispiel der Goldprojektgenerator aus hier Dakota. Chart unten links. Und das ist alles erst der Anfang. Stellen sich diese Goldaktien bei 2000 Dollar oder 2500 Dollar oder eben Silber 50. Das ist das Ungeheure, weil diese Unterbewertung so abnormal ist. Und das im Prinzip auch keiner weiß, ist eben dieses Potenzial, dass es nach oben schnellt, ist ungeheuer. Gold muss nur wenige 100 Dollar und in Silber sich vielleicht nochmal verdoppeln. Und wir haben ein ganz, ganz anderes Bewertungsniveau. Einige Goldaktien werden in dem Zusammenhang um 10, 20, 30, 40 und sogar hundertfache gestiegen sein. Das ist die ganz große Chance, die im Prinzip keiner versteht, weil die meisten Leute wissen nicht, dass Goldaktienverhältnis zu Gold absolut unterbewertet sind. Und die wird jetzt, sage ich mal, aufgehoben und das führt zu dieser enormen Rallye, die Sie jetzt in Ansätzen sehen können. Sie sehen, die Tiefs sind alle durchschritten worden. Teilweise geht es täglich hier um 50% hoch. Das hört natürlich dann auch, je mehr das macht, geht es langsamer. Trotzdem können wir vielleicht noch 6 bis 12 Monate weitere Anstiege erwarten, bis dieser Typus Aktien, insofern sie natürlich gute Ressourcen haben, eine interessante Story, Superlative haben, die dürften in, ja, wenigen Monaten, vielleicht 1, 2 Monaten in den Bereich von 1 Dollar liegen. Das heißt, dann sind das Pennies, Goldstock-Aktien, die man teilweise hier, Sie sehen es, für 5 Cent kaufen konnte. Hier auch links 5 Cent oder auch hier auf der rechten Seite die Aktie für 10 Cent kaufen kann, sind dann im Dollarbereich. Da ist der ganz große Hebel raus. Deswegen, man muss sich sputen, an Bord zu sein, wenn man diese Entwicklung mitnehmen will. Und dann, denke ich mal, dürften die großen Investoren aufwachen. Der Goldboom wird beginnen und die Aktien gehen auch weit über den 1-Dollar-Bereich vermutlich hinaus, 2, 3, 4, 5, in einigen Fällen 10 und mehr. Und das ist eine ungeheure Chance. Ich meine, man kann von diesem Typus 10, 20.000 Stück kaufen, ohne dass es ein großes Vermögen ist, aber es wird natürlich mit jedem Tag teurer. Das ist natürlich klar. Und ich denke mal, diese Panik, nicht dabei zu sein, sehen wir eben bei diesem Anstieg hier um 50%. Mit einmal bricht sie aus, die Panik. Sie wollen dabei sein und es ist nicht unbedingt wahrscheinlich, dass wir hier nochmal einen 50-prozentigen Rückgang sehen, dass wir nur billig einsteigen können. Und das wird natürlich das Interesse für diesen Sektor noch steigern, weil das ist im Prinzip dieses FOMO, das Fear of Missing Out, nicht dabei zu sein, wird exponentiell übernehmen, weil das ist wahrscheinlich bei dieser Neubewertung von Gold und Silber, die jetzt auch meines Erachtens ansteht, ist das eine der größten Chancen, die es je in der Finanzgeschichte gegeben hat. Ja, die Divergenz von Silber und Gold ist enorm. Wenn der Silberbulle wie Ende 1980 und 2011 wieder die Führung übernimmt und das Alltime-Hoch von 50 Dollar wieder erreicht wird, bis dahin fehlt Silber noch 100%, circa 100%. Und wie in der Vergangenheit gezeigt hat, geht das immer sehr schnell, beziehungsweise innerhalb von Monaten. Ja, wann wird 50 Dollar erreicht sein? Vermutlich in circa 6 Monaten. Wir werden sehen. Der weitere Anstieg von Silber löst auch schon ex eine extreme Goldaktienrallye aus. Aktuell beginnen viele Goldaktien ihre Anstiege zu beschleunigen. Ja, wie dieser Statist, Grady ist das, der ja in Schweden sitzt, aufzeigt, haben wir eine enorme Divergenz von Gold und Silber. Das bedeutet zum einen, immer wenn diese Divergenz so stark war, führte das zu einer enormen Goldaktienrallye, auch hier wie ab 2009 beispielsweise oder hier auch ab 2020, die natürlich jetzt unterbrochen sind. Wir haben diese Chance immer noch.
die wird aber schnell geschlossen. Und dann möglicherweise sieht ganz ähnlich hier wie zwischen hier 2011 dann, überschießt das dann sogar das Silber. Und das ist dann auch ein Signal, dass Goldaktien teuer sind. Genau hier wie 1980. Wer da nicht seine Goldaktien verkauft hat, hat ein enormes Problem gehabt. Dasselbe gilt im Grunde genommen, Anführungsstrichen, für Silber auch an sich. Aber wir denken, Silber hat ja auch noch einen weiteren Weg. Vermutlich geht es jetzt ab 5, auf 50, 60, korrigiert dann möglicherweise heftig um die Hälfte, 50%, das hat Silber so an sich, bevor es dann langfristig auch in den Bereich 100 Dollar, 200, $300, das sagen ja langfristig Statisten, aber das kann eben bis 2027 oder so dauern. Wir gucken eigentlich nur kurzfristig auf den Run, auf die 50 Dollar, die Übertreibung und dass man dann für seine Goldaktien wisse, dementsprechend mehr physisches Edelmetall kaufen kann. Also diese Divergenz ist ein extra Treibstoff für Gold- und Silberaktien. Warum? Weil die mit einmal diese Silberanteile in den Unternehmen mit einmal quasi über Nacht überhaupt bewertet wird oder eben auch sich so doppelt so stark bewertet werden. Das führt zu einer geraden Explosion der Goldaktien. Warum Goldaktien, warum Silber? Die werden quasi diese Penny Stocks, dieser ganze Sektor wird damit hochgerissen, weil einfach unheimlich viel Kapital reinfließt und aus Penny Stocks werden Dollaraktien und hoffentlich noch viel, viel mehr. Und das ist eben, wie gesagt, die ganz große Chance. Und die deutet sich auch, die kann man auch mit dieser Divergenz hier, wie sie auch in der Vergangenheit hier gegeben hat, erklären. Ja, hier noch ein Gold-Projektgenerator, Operationsgebiet Neufundland, British Columbia, Chile, 5,3 Millionen US-Dollar Marktkapitalisierung, also winzig, dementsprechend auch sehr hohes Risiko. Ja, die haben im Wesentlichen drei Projekte, Smoke Mountain Projekt in British Columbia. Da gibt es viele nahegelegene Unternehmen, Surge Copper, Universal Copper, Imperial Metals, Equity Metals. Das Ganze ist ein 2,5 Kilometer langer Kupfer-Gold-Zink-Mineralisierung. Dann haben sie noch das Pett's Pond Projekt in Neufundland. Und das liegt 20 Kilometer von Marathon's Valentine Projekt entfernt, also eine großen Goldmine. Die Bohrergebnisse 2005 absolut interessant. Einmal zum einen fast 1000 Gramm pro Tonne Silber und 19,16 Gramm pro Tonne Gold, also hochgradig. Also es für positive Überraschung bei weiteren Bohrergebnissen wie gemacht. Und dann haben sie noch ein sehr großes Landpaket in Chile, 251 Quadratkilometer. Und dieses ganze Gebiet dort in Chile ist umgeben mit Minen mit mehreren Millionen Unzen Gold. Und das Ganze ist nur 5 Millionen Dollar bewertet mit wirklich interessanten Projekten. Stellen Sie sich, das ist dieselbe Frage, das ist dieselbe Situation, wenn es wirklich zum Goldbund, wo bewertet sich sowas? Sie sehen, wenn denn die Euphorie aus dem Markt rausgeht, wie von 2021 bis jetzt, haben diese Art Aktien auch teilweise dann die Eigenschaft, ihre gesamten Gewinne auch nur wieder abzugeben. Das liegt hinter uns. Wir stehen vor einer dauerhaften Etablierung von Gold über 2000 Dollar und das führt zu einer Goldaktienmarke. Das führt dazu, dass diese Art Aktien mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit in den Dollarbereich der Meer geht. Eine einmalige Chance aus meiner Sicht. Hier nochmal zu den Territorien. Okay, hier sage ich mal British Columbia in der Mitte mehr oder weniger. Sind sie auch nicht weit von der Küste und was Neufundland betrifft, sind sie, sage ich mal, im Südwesten von Neufundland, wie gesagt, dort nicht weit weg von der Marathon Valentin Mine. Also sehr interessant. Wie gesagt, wie immer, keine Kaufempfehlung. Einfach mal wollte ich Ihnen wieder aufzeigen, was für attraktive Bewertungen, was für Unternehmen mit attraktiven Besitztümern es gibt, die noch kaum bewertet sind. Aber in einer Goldaktie waren ja alle bewertet sind. Also auf alle Fälle kann man sich das mal ansehen. Und auch charttechnisch hat meines Erachtens die Aktie in den Boden gefunden. Ja, wir hoffen natürlich auf eine Wiederholung dieses Goldaktien-Bullenmarkt der 1970er Jahre. Das lässt uns hier ja so doch fanatisch hier in dem Sektor bleiben, ständig nachkaufen. Natürlich muss man das Geld verteilen. Natürlich gibt es solche Goldaktien zu investieren. Das gibt es nicht mit Vorhersage. Es ist am Ende
eher ein Zufall, was man so trifft, aber man kann diesen Zufall auch meiner Sicht auf die Sprünge helfen. Also muss genau beobachten. Deswegen machen wir das ja, nachkaufen, gegebenenfalls dann auch stoppen, wenn das nicht so attraktiv ist, dann wieder verteilen, einfach an möglichst vielen Gewinneraktien sein. Aber wenn Sie ein paar Gewinneraktien haben, wie zum Beispiel in die NRD Mining von 5 Cent auf $20 gestiegen, muss man sich mal vorstellen, die Aktie stieg um das 382-fache, das heißt, das 1000 Dollar wurden sage und schreibe 382.000 Dollar. Und der ganze Goldaktiensektor ist im Vergleich zu 1970er Jahren, wo es eben auch keiner weiß, abnormal tief bewertet, tiefer als es je da zu diesem tiefsten Punkt war. Das ist nur erklärbar mit dieser Macht der Derivate, die sie nutzen, um ihre Preise hier aufrechtzuerhalten. Und wenn das in Bewegung kommt, kann das Ungeheures anrichten jetzt hier in Goldaktien. Also wie gesagt, insgesamt glauben wir, dass sie ein bisschen Druck aus diesem Kessel nehmen müssen. Das machen sie meiner Meinung nach, indem sie jetzt die nächsten 6 bis 12 Monate sich darauf verständigt haben, einen höheren Goldpreis zuzulassen. Also vermutlich geht jetzt Gold auf 2.500 und 3.000. Das bedeutet als Nebenprodukt Goldaktienrallye. Und vermutlich haben die Insider dort diesen ganzen Sektor, Goldaktiensektor, im Wissen, dass sie das jetzt machen, so überproportional mit Kraft ihrer Derivate, also mit dem nichts geschaffenen Geld gedrückt, um hier nochmal günstig Goldaktien zu tanken und dementsprechend extra Profite einfahren zu müssen. Wenn das der Sachverhalt sein sollte, dann liegen wir hier mit dieser Strategie richtig. Sicher, klar, man war nicht dabei, wie die es machen werden, aber im Grunde genommen ist das der einzigste logische Schluss, der mir hierzu einfällt. Aber Sie können ja gerne Ihre Kommentare, warum es diese niedrigen Preise bei Goldaktien gegeben haben, können Sie Ihre meine Meinung machen. Also Marktverhalten ist das nicht unbedingt. Das sind massive Eingriffe, um extra Profite zu machen, um die Masse auch draußen zu halten. Und jetzt, wo der Goldpreis angepasst wird, weil sie es müssen, weil ihnen das System in die Ohren fliegt, kommt es eben vermutlich jetzt zu dieser extra Gold- und Silberaktienrallye. Das muss eigentlich die logische Schlussfolgerung sein. Ja, 1000-Wecker-Report. Wir versuchen eben, diese Aktien nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Ja, Potenzialfaktor, wie ich gesagt habe, zu brechen aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Ressourcen, Länder, Risiko etc. Wir haben auch eine Exit-Strategie entwickelt. Einen Portfoliovorschlag kann ich Ihnen auch erstellen, persönliche Beratung. Mehr Informationen finden Sie dann im Video unten. Ja, Einlagung von Gold und Silber bei der Einkaufsgemeinschaft. Das ist in erster Linie meines Erachtens ein gutes Tool, um schnell und günstige Ware zu kommen, wenn es gerade bei alternativen Edelmetallhändlern vielleicht irgendwelche Form von Beschränkung oder Schlange stehen angesagt ist, haben die das immer schnell hingekriegt und man kann sich das ausliefern lassen. Sicher mal einen Blick wert, wenn Sie es noch nicht kennen. Ja, immer erst Preisvergleiche von Gold und Silber. Auf gold.de zum Beispiel machen, einfach nicht zu viel Geld für physische Ware ausgeben. Natürlich nur von seriösen Händlern, nicht, dass da irgendwas Falsches angedreht wird, aber trotzdem kann man da erheblich durch Preisvergleiche sparen. Nützliche Informationen, Kontakt, mit welchem Broker kann man in der EU arbeiten, welchen Broker in der Schweiz, ja, wo Edelmetalle in der Schweiz oder Liechtenstein lagern, weitere Charts, Goldaktien, Goldratio, Buch über Goldaktien, weitere Diskussionsportale finden Sie, COCA, das ist also da wird jede Aktie eigentlich im englischsprachigen Raum diskutiert, auch finde ich sehr interessant. Dann weitere Informationen zu verschiedenen Statisten, Videos von Experten, Uwe Bergold da mal hervorzuheben. Wenn Sie Fragen zu dem Report haben, Zustellungsprobleme, wie auch immer, können Sie mich einfach kontaktieren, schreiben Sie mir eine Mail oder rufen Sie mich an. Sobald ich Zeit habe, würde ich mich bei Ihnen wieder melden. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen der Inhalt gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie sofort über neue Videos informiert werden. Vielleicht Like betätigen, weil das hilft dem Algorithmus auf die Sprünge, dann wird nämlich das Video
anderen potenziell Interessierten vorgeschlagen.